Hallo Heiko, und zwar ein kurzes Update zu meinem derzeitigen Erasmus-Jahr. Ich habe am 1. Februar mein Erasmus-Jahr in Barcelona angetreten. Und ja, statt 5 Monaten sind daraus leider nur 6 Wochen geworden. Ich war Teil von dem E3-Programm, was eben in den Ländern Dänemark, Belgien, Österreich und Spanien stattfindet. Und ich habe es eben in Spanien absolviert. Und war am Anfang unsicher, wie das jetzt weitergehen soll mit dem Online-Studieren, weil eben natürlich auch die Professoren am Anfang ein bisschen verloren waren und erst ein neues Programm zusammenstellen haben müssen. Bin jetzt aber mittlerweile ziemlich zufrieden damit und es haut auch wirklich super hin. Alle Professoren von den verschiedenen Ländern haben uns ein tolles Programm zur Verfügung gestellt, welches wir jetzt online absolvieren können. Das Einzige, was am Anfang etwas schwer gefallen ist, waren eben die Gruppenarbeiten. Ich bin nämlich in einer Gruppe mit einer aus Belgien und einem aus Dänemark. Aber mittlerweile haut auch das super hin und naja, mein Englisch profitiert auch sehr davon, da ich einfach jeden Tag jetzt fast 4 Stunden mit Englisch konfrontiert bin. Sie haben wirklich tolle Inhalte, auch was wirklich interessant sind. Und ich bin sehr zufrieden, dass ich mich dafür entschieden habe, nicht auf die österreichische Uni wieder zu wechseln, sondern sozusagen weiterhin als Erasmus-Studentin zu studieren. Natürlich etwas frustrierend, das Ganze jetzt in Graz zu absolvieren, aber naja, es wird ja vielleicht nur mal die Chance geben, für mich als Erasmus-Jahr zu machen. Aber auf jeden Fall bin ich echt zufrieden und muss auch echt ein Lob aussprechen an die Professoren, dass sie das mit dem Online-Studieren auch von verschiedenen Ländern dann so gut hinbekommen haben und uns die Möglichkeit gegeben haben, das jetzt wirklich auch noch mit unserer International Class sozusagen fertig zu machen und mit den Leuten dann weiterhin so in Kontakt zu bleiben. Ja, das war ein kurzes Statement von mir. Danke, okay. Tschüss.